Bevor er die Physik auf den Kopf stellte, bewies der junge Albert Einstein angeblich sein Genie, indem er ein komplexes Rätsel mit der folgenden Liste von Hinweisen entwarf. Kannst du einem Rätsel eines der intelligentesten Menschen der Geschichte widerstehen? Versuchen wir es. Der seltenste Fisch der Welt wurde aus dem städtischen Aquarium gestohlen. Die Polizei verfolgt eine Spur zu einer Straße mit 5 gleich aussehenden Häusern. Sie kann aber nicht alle auf einmal durchsuchen. Wenn sie das Falsche wählt, weiß der Dieb, dass er verfolgt wird. Es liegt nun an dir, dem besten Detektiv der Stadt, diesen Fall zu lösen. Du kommst zum Tatort und wirst von der Polizei informiert. Erstens hat jeder Hausbesitzer eine andere Nationalität, trinkt ein anderes Getränk und raucht eine andere Art Zigarre. Zweitens ist jedes Haus innen in einer anderen Farbe gestrichen. Drittens wohnt in jedem Haus ein anderes Haustier, in einem davon der Fisch. Nach ein paar Stunden Recherche hast du einige Hinweise. Es sieht nach einer Menge Informationen aus, aber der Lösungsweg ist klar und logisch. Das Lösen des Rätsels ähnelt einem Sudoku. Da hilft es, die Fakten in einer Tabelle zu organisieren, etwa so. Halte das Video im nachfolgenden Bild an, um die Hinweise zu untersuchen und das Rätsel zu lösen. Antwort in 3, 2, 1. Trage zunächst die Angaben aus den Hinweisen 8 und 9 ein. Sofort wird klar, dass der Norweger am Ende der Straße wohnt und dass es nur ein Haus neben ihm gibt, nämlich das mit den blauen Wänden aus Hinweis 14. Laut Hinweis 5 wird im Haus mit den grünen Wänden Kaffee getrunken. Es kann nicht das mittlere Haus sein, da du weißt, dass sein Besitzer Milch trinkt. Aber es kann auch nicht das zweite sein, da du weißt, dass dieses blaue Wände hat. Und da laut Hinweis 4 das Haus mit den grünen Wänden links von dem mit den weißen Wänden stehen muss, kann es weder Nummer 1 noch Nummer 5 sein. Also kann das Haus mit den grünen Wänden und dem Kaffeetrinker nur an Platz 4 und das Haus mit den weißen Wänden nur an Platz 5 stehen. Hinweis 1 verrät dir die Nationalität und eine Farbe. Da nur in der mittleren Spalte beide Werte fehlen, muss es das rote Haus des Briten sein. Die einzige nicht zugewiesene Farbe ist gelb. Sie gehört also zum ersten Haus, in dem laut Hinweis 7 der Dunhill-Raucher wohnt. Laut Hinweis 11 wohnt der Besitzer des Pferds im nächsten Haus, das nur Nummer 2 sein kann. Als nächstes musst du herausfinden, was der Norweger in Haus 1 trinkt. Tee ist es nicht. Laut Hinweis 3 trinkt den der Däne. Hinweis 12 zufolge kann es nicht Rootbeer sein, denn diese Person raucht Blue Master. Da Milch und Kaffee schon vergeben sind, muss es Wasser sein. Hinweis 15 verrät, dass der Nachbar des Norwegers, der nur in Haus 2 wohnen kann, Blendzigarren raucht. Da die einzige Spalte ohne Zigarre und Getränk Spalte 5 ist, muss hier die Person aus Hinweis 12 wohnen. Und da nur Haus 2 noch kein Getränk hat, muss hier der teetrinkende Däne leben. Nummer 4 ist nun das einzige Haus ohne Nationalität und Zigarrenmarke. Also muss dort der deutsche Prinzraucher aus Hinweis 13 leben. Laut Ausschlussverfahren raucht der Brite Paul Mall und der Schwede wohnt in Haus 5. Die Hinweise 6 und 2 verraten dir, dass der eine einen Vogel und der andere einen Hund haben muss. Laut Hinweis 10 lebt der Katzenbesitzer neben dem blendrauchenden Dan, also in Haus 1. Jetzt ist nur noch ein leeres Feld im Raster. Somit weißt du, dass der Deutsche im grünen Haus der Dieb sein muss. Die Polizei stürmt mit dir hinein und ergreift den Täter samt Fisch in der Hand. Diese Erklärung war zwar geradlinig, aber beim Lösen solcher Rätsel kommt es oft zu falschen Vermutungen und man endet in Sackgassen. Beim Lösungsprozess helfen Ausschlussverfahren und viel Ausprobieren, um die richtigen Hinweise zu finden. Je mehr Logikrätsel du löst, desto besser wird dein Gespür dafür, wann und wo es genügend Informationen gibt, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Stammt dieses Rätsel wirklich vom jungen Einstein? Wohl eher nicht. Es gibt keine Beweise dafür und einige der genannten Marken sind zu neu. Aber die Sache ist nicht allzu anders als die Lösung von Gleichungen mit mehreren Variablen, auch solchen, die das Universum beschreiben. Jetzt, da deine Rätselkünste richtig in Schwung sind, kannst du alle vor der Armee von Mutanten-Zombies retten, die hinter euch her ist? Teste mit diesem Video, wie clever du bist.
Oder du versuchst in diesem Video, eine weitere Denkaufgabe von Einstein zu lösen.